Herzlich willkommen zu meiner Feuerwehrkarte in Thüringen. Wir düngen aktuell auf Feld Nummer 12. Unser Gras für einen Frühling. Wir kalken auch noch nebenbei auf Feld Nummer 38. Das macht nur einer. Ich fülle nun ab und zu mal nebenbei auf. Geht ganz gut. Da wir gerade hier vorne in der Ecke sind, steigen wir gleich aus und holen uns den anderen Fahrzeug noch, einen Traktor. Mit unserer Fräse und oder Aussaatgerät, hier sagen wir so, hier Baumpflanzmaschine. Falls wir noch mal, dann brauchen wir ihn nicht. Falls wir noch mal das machen sollten hier. Aber ich sehe da auch nicht ganz so. Die schönen Bäumchen hier, die kleinen, die großen. Fällt mir die Kiste runter. So. Das heißt, die Kiste fällt runter, das ist schlecht. Und Acker ist ja blöd. Sonst wäre das egal. Normalerweise müsste die eigentlich verschwinden, normalerweise, nachdem ihr letzte Saat. Was mache ich damit? Das war der Schubsen. Weil. Schubst du nie runter? Beim Mähen fällt das auf. Ne, einer. So wird man nicht stören, weil auch jetzt geht mit, da kann sie stehen bleiben. Ich persönlich beim Fällen nicht stören, wenn man mal fällen sollten. Ansonsten, wenn es gehen würde, Holzschredder. So, stellen wir auch mal zur Halle hin. Die Fräse ganz vorne. Und den Holz links da auch. Von ihrem Weg. Wir müssen ganz schnell sein. Obwohl eigentlich von der Arbeitsbreite her sollte da der nicht im Weg stehen. Aber man weiß ja nie, ne? Wer hat auch mein gelbes Gewicht? Ein Traktor irgendwie. Gut, das ist hier nicht ganz so tragisch. Bei der Aussaat. Weil er ja nichts Schweres ziehen muss, in Anführungszeichen. Mit Widerstand zum Beispiel. Flug und Gruppe wird zu empfehlen, dass da ein bisschen Last vorn dran ist. Dass er eben nicht hochhebt. Den stellen wir hier mal hin. Weiß ich auch nicht ganz genau. Ich glaube, wir hätten ausmachen können. Gut. Laufen. Gott sei Dank, Zeit nicht genommen. Begehrt. Nicht aufmachen. Sehr schön gewaschen. So, der braucht beides. Der mit Kalk ist schon auf 33%. Wenn wir gleich den nächsten entsprechend voll machen, schon voll ist. Wird nicht ausgemacht. Dann mal Deckel zumachen. Also Kalk kriegen wir reichlich drauf. 1, 2, 4, 5, 6, 7. Uhrzeit. 18 Uhr 7. Naja, gegen 19 Uhr.
Bei mir ist heute Donnerstag. So, dann brauchen wir noch einen Traktor. Und die noch eine Sämaschine? Doch vier gehabt. Irgendwo. Oh, das gießt wie Sau. Bei so einem Wetter muss man sich am besten mit 6 Tage spielen, ne? Aber da kommen wir nicht voran. 6 Tage macht erst Sinn, wenn wir wirklich viel, viel mehr Felder haben. So, jetzt ist er aktuell bei 50%. Da können wir den ein bisschen noch stehen lassen. Die kleinen Flecken hier, die lassen wir links liegen. So, 50%. Oder 40. Nee, Quatsch, der hat 24. Braucht auch so ein bisschen was. So, wo haben wir noch eine Sämaschine? Da hinten nicht. Da haben wir doch schon. Voll und repariert. Dann können wir den gleich. Der hat den gelben dran. Dann können wir den gleich. Oder auch ein Gelben, sag mal so. Rüberfahren zum Feld. Dann können wir in der nächsten Folge weiter drücken. Beginnen wir hinten. Gehen erst bei 48%. Was war teuer, oder? Hauptsache kommt so viel Geld eine her. So. Ah, da müssen wir auffüllen und dann ist er auch entsprechend fertig. So. Laufen wir mal schnell. Gehen wir mit noch Speed hier. Nicht mal einen Weitsprung. Ich gehe zu Olympia. So. So, leicht Saatgut rein und umstellen. Das ist wichtig. Der andere muss auch noch umgestellt werden. Mais, Raps. Raps richtig. Das machen wir gleich. Böse Überraschung her. Ups. Hier haben wir schon. Dilemma. Mais, Raps. Da wäre was geworden. Ja, muss gepflügt werden. Wie Fleck da waren hier gewesen? Also die Hektarfläche stimmt so nicht. Das macht das Feld ran sein. Hier ist was vertauscht worden. Bei der Marsch richtig rum. Viel kleiner. So. In Dünger oder Saatgut rein. Dünger. So sieht besser aus. Dünger ist teuer. Das kann man ja theoretisch herstellen. Wenn ich Mist habe, Gülle.
Oder Gärreste geht auch. Hier im Spiel, ne? Reell ist ein bisschen anders. Da ist mehr Wasser. Ich weiß ja, wenn ich jetzt Gärreste draufbringe, was ich da jetzt entsprechend fahren kann, ne? Beide Unfall gebaut. Mal ganz kurz gucken. Kalk ist so gut wie leer. Der ist leer. Ich würde da mal schneller irgendwie mit dem Kalk nachfüllen. Vor allen Dingen, weil er immer abhaut, der Bursche. Mit Kalk komme ich nicht klar, weiß nicht warum. Bisher jeden Feld und jeden Acker, den ich Kalk habe, ist er abgehauen. Einzig auf 48 oder 49, da glaube ich nicht. Sonst immer. Jetzt sitzt er ein bisschen kleiner, die Fläche. So. Entlassen und aufhören. Das ist auch schön, dass er noch durchgeht, dann hätte ich andersrum fahren müssen. Runden wir zu und einsteigen. Ja, geht durch. Zeit, 21 Minuten noch. In der nächsten Folge. Fertig. Ich glaube, stehen lassen. So, die Aussaat ist fertig. Das verstehe ich hier nicht ganz. Bist du wahnsinnig? Willst du mich ruinieren? Oh, verdreht sich im Kreis. Ruinieren ist gut. Kostet ja nur ein kleines Vermögen. Und ist er fast fertig. Wir haben noch einen kleinen Düngerstreuer da. Aber der kleine kommt nicht hier, kann verkaufen. So was drinne? Glaube ich eher nicht. Oder? Da können wir den Mods nachkaufen. Gut, das klappt wenigstens. Jetzt klappt das. So, das ist das. Habe ich noch einen freien Traktor irgendwo? Der dusselig rumsteht. Habe ich nicht. 6 Stück habe ich jetzt. 6 Stück, das ist der 7. Der braucht noch ein bisschen. Überlegen. LKW noch anholen. Stellen wir das hier neben der Halle oder fahren wir in die Halle rein?
wenn er reinpasst. Und wenn nicht. Passt fast rein. Volltanken hätten wir können. Apropos. Ach, der ist da unten beim Sägewerk. Beim Sägewerk. Wir haben uns 30 Silage bauen. Hier war auch noch einer, ne? Dann kriegen wir aber nicht raus. Die Wiese ist teuer, ich sag mir immer fix, aber das ist teuer. Da wollen wir euch kriegen, ne? Machen zwar kein Vermögen, aber. Bin ja gespannt, was mit dem Sägewerk passiert nachher. Was Neues kommt. Gibt ja eins mit Fort Anomedes. An der Palettenerstellung macht ja nur Sinn, wenn wir Paletten verkaufen können, ne? Sonst haben wir eine unnötige Belastung des Rechners. Beziehungsweise die Performance. Den Spieß mal auf. Und den noch mit. Ganz weit rechts schwenken. Ja, ich kam noch rein. Wieder rauskommen. So. Wer geht nicht? Ist noch gut da. Dünger ist eigentlich fertig, glaube ich. Aber ich fahre mal zurück. Na, vorbeigekommen? Ja. Auf geht's. Vollgas. Aber hinten lang oder hier hoch. Im Radler geht das. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke Winke. Ciao, ciao. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.